Deray, 4:1 von der Leistung her auf dem Platz, ist das Ergebnis, entspricht das dem Ergebnis? Boah, ich denke, vielleicht ein Tor zu viel, weil die Friedrichsthaler haben es auch nicht so schlecht gemacht. Wir haben es auch nicht so optimal gespielt, aber wir wollten einfach nur gewinnen und es ist uns gelungen. Aber im Großen und Ganzen ein überragender Sieg, oder? Ja, auf jeden Fall, wir sind zufrieden. Und ja, jetzt schauen wir nur noch auf das Spiel gegen Ulm. Du hast mit einem schönen Tor diese 4 Tore begonnen, diese Serie. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Ja, das ist jetzt egal, wer die Tore gemacht. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele. Und ja, das freut mich umso mehr, dass ich das 1-0 gemacht habe und der Mannschaft geholfen habe. Kannst du trotzdem sagen, wie du es gemacht hast? Ich bin über rechts und dann habe ich den Leo angespielt. Der hat ihn direkt zu mir prallen lassen. Dann habe ich ihn mit rechts weitergenommen und mit links abgeschlossen. Du hast ja schon Ulm genannt, was jetzt dann am 2. April kommt. Das wird sicherlich ein heißes Spiel an der Spitze, oder? Ja, auf jeden Fall. Die sind gut, stehen nicht umsonst da oben, wir auch nicht. Und ja, ich denke, da geht es um vieles. Um was geht es für euch insgesamt jetzt? Oder wie sieht die Situation im Großen aus? Ja, jetzt haben wir noch 9 Endspiele und wir wollen alle Spiele gewinnen. Ehre, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.